Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute habe ich wieder ein ganz, ganz tolles Rezept. Ungefähr so toll wie die Tomatenquiche. Denn es eignet sich perfekt für einen Grillabend, entweder als Beilage zu einem Salat oder aber auch einfach als Vorspeise. Und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, zeige ich euch schon einmal die Zutaten. Für den Teig benötigen wir einmal 400 Gramm Mehl Typ 405, 200 Gramm kalte Butter, 140 Gramm ganz kaltes Wasser und ein Teelöffel Salz. Die Herstellung des Teiges, die funktioniert auch wieder ganz, ganz einfach, denn wir fügen einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf und verrühren das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 5. Für den Belag benötigen wir einmal zwei Knoblauchzehen, ein Schnapsglas voller Rosmarin, das sind so 3 Esslöffel in etwa. Dann benötigen wir außerdem noch 800 Gramm Kartoffeln, die habe ich hier bereits schon in Stücken geschnitten und geschält und da habe ich festkochende verwendet. Außerdem noch 2 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer in etwa, ein Viertel Teelöffel Muskatnuss, dann noch 300 Gramm Schmand zum Belag und zum Beträufeln 4 Esslöffel Olivenöl. Da verwende ich wie immer mein Lieblingsolivenöl von MyOlio. Für den Belag geben wir nun als allererstes die 2 Knoblauchzehen und den Rosmarin in den Mixtopf und vermixen das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 8. Nun geben wir die Kartoffeln, Salz, Pfeffer und das Muskatnuss hinzu und verrühren das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 5. Nun haben wir den Belag hier fertig. Jetzt benutze ich hier wieder meinen Stein, um das Ganze zu machen. Ihr könnt es aber auch ganz einfach auf einem Backblech machen, so habe ich das früher auch gemacht. Und jetzt bemehlen wir das Ganze. Den Teig, den halbieren wir jetzt so und die andere Hälfte wandert jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und den rollen wir jetzt erstmal dünn aus. Dann stechen wir das Ganze mit einer Gabel einfach mehrfach ein, damit das keine Blasen schlägt. Und dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für 10 Minuten. Das wird erstmal vorgebacken und danach zeige ich euch, wie es weitergeht. So sieht der vorgebackene Teigboden nun aus. Jetzt bestreichen wir ihn mit der Hälfte von der Schmandcreme. Jetzt geben wir nun die Kartoffeln hinzu. Also so sieht jetzt nun das Ganze bestrichene aus. Ich habe einfach nur darauf geachtet, dass das Ganze dünn drauf geschmiert wird. Und nun beträufeln wir das Ganze mit dem leckeren Olivenöl. Einfach so ein bisschen. Und dann wandert das Ganze wieder in den Backofen für ungefähr 35 Minuten. Ihr wisst, wenn das Ganze fertig ist, oder ihr erkennt es daran, wenn der Rand hier schön goldbraun wird. Den haben wir natürlich auch hier schön freigelassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, meiner war jetzt 35 Minuten im Backofen. Und jetzt dürfen wir das Ganze endlich mal anschneiden. Und aufpassen, nicht verbrennen. Und am besten schneidet man das in schöne, schmale Streifen. So. Am
besten lasst ihr das Ganze natürlich nochmal abkühlen, damit ihr euch nicht die Zunge verbrennt. Aber ich mache auf jeden Fall gleich für euch die Geschmacksprobe. Ich darf das Ganze jetzt endlich für euch probieren. Ich habe es auch natürlich extra schon ein bisschen abkühlen lassen. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Also genauso gut habe ich es in Erinnerung. Und ich habe übrigens nebenbei die zweite Portion schon im Backofen. Wer das Ganze zum Beispiel jetzt nur für abends vorbereiten will, der bereitet das Ganze einfach, das ganze Rezept halbiert zu und hat dann quasi ein Blech. Das reicht nämlich vollkommen für 4 Personen. Und ich würde sagen, probiert das Rezept aus. Was mich natürlich auch am meisten interessiert ist, was für Rezepte wünscht ihr euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Oder was sind eure Lieblingsrezepte abends zum Grillen zum Beispiel? Oder zum Beispiel einfach nur zum schönen Beisammensitzen abends? Ich würde mich freuen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!